Gut eine Woche nach der Großdemonstration gegen Rechtsextremismus sind in Hamburg erneut Zehntausende auf die Straße gegangen. Zu der Kundgebung unter dem Motto „Für Vielfalt und unsere Demokratie, Hamburg steht zusammen gegen die AfD“ kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Verstopfte Hauptverkehrsstraßen in Hamburg beim kilometerlangen Aufmarsch für Vielfalt und gegen die AfD. Die Zuspitzung in Richtung rechts, finde ich, sollte man frühzeitig zeigen, dass man sie nicht toleriert. Aufhören mit Sabbeln, einfach mal ein Zeichen setzen. Alle bleiben hier, alle haben das Recht, hier zu leben, hier zu arbeiten und gehören zu dieser Gesellschaft einfach dazu. Und dafür stehen wir als Familie, auch als binationale Familie mit Migrationshintergrund. Weil es auch viel mit meiner Zukunft zu tun hat. Und ich möchte nicht, dass so etwas wie früher in der Nazizeit wieder passiert. Gegen Rechtsextremismus und Intoleranz. Diese Demos alleine werden die Nazis und den Faschismus in diesem Land nicht vertreiben. Sie sind der Ort, wo Mut und Kraft gesammelt wird, die demokratische Arbeit zu machen, die es jetzt braucht. Erneut geht die SPD mit ihr als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf. Ausführlich warnt sie in ihrer Rede vor rechten Populisten in Europa, wie zum Beispiel der AfD. Die AfD will ein Land, indem sie alleine bestimmen kann, wer deutsch genug ist, um hier zu leben. Diese neuen Nazis planen Deportationen von Menschen, die ausländische Wurzeln haben, Deutsche oder nicht Deutsch. Sie steht für eine konsequente Abgrenzung nach rechts. Wer diese Brandmauer auch nur eine Rille öffnet, der wird sie kaputt machen. Wehret den Anfangen. Diese Mauer muss stehen. FDP-Chef Christian Lindner warnt davor, die Europawahl als Protest gegen die anderen Parteien zu nutzen, mit einem Kreuz bei der AfD. Es ist eine Gefahr auch für die Demokratie. Manche verharmlosen das und glauben, man könnte jetzt mit einer Stimme für die den anderen einen Denkzettel geben. In der Ampelkoalition gibt es Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht besser vor extremen Parteien zu schützen. Bislang sind die Aufgaben des Gerichts durch ein Gesetz geregelt, das der Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern könnte. Wenn man die Aufgaben dagegen im Grundgesetz verankern würde, wären Änderungen nur noch mit Zweidrittelmehrheit möglich.